Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Ich habe heute mal so ein bisschen, will ich schon mal vorstellen, was an meinem Fluchtanhänger schon so drin ist. Aber vorher muss ich mit euch was bequatschen. Und da brauche ich euer Schwarmwissen, weil ich nämlich auch gerade echt überfragt bin. So, jetzt geht's um euer Schwarmwissen. Und zwar, ich bin am überlegen, welchen Topf ich mit in Anhänger packe oder welches Topfsystem ich mit in Anhänger packe. Ich hätte einmal, das ist hier so ein Alu-Topf. Ich packe den mal aus, den kennt ihr aber auch schon. Das ist einmal Pfanne oder Teller. So. Und dazu der passende Topf. Und natürlich das Transportnetz. Das Gute ist natürlich, da könnt ihr ordentlich noch was reinpacken. Nur leider, der Gaskocher passt nicht rein. Oder wenn ich den Spirituskocher alleine reinpacke, da scheuert er. Und naja, lassen wir das. Erstmal, das wäre erstmal Nummer 1. Dann hätte ich noch dieses System, was ich von Ikea habe, was ich mal günstig gekauft habe. Das ist halt eben hier, Teller oder Pfanne. Dann ein Wasserkessel. In dem Wasserkessel ist nochmal ein Trangia. Leider alles aus Aluminium. Dann der Kochständer. Und zwar so. Und zwei Töpfe. Einmal kleiner und einmal ein großer. So. Ich pack das jetzt aber wieder zusammen, weil das uns hier zu viel Platz auf dem Tisch wegnimmt. Als erstes kommt der, dann der, dann der, dann der, dann der, der Deckel und die Pfanne. Das Problem ist bei dem halt hier, der rutscht immer ab, fällt auseinander, weil er kein Haltesystem hat. Dann den nächsten, das ist so ein kleines System. Mit, ich glaube, ich hole euch mal ran dafür. Also das wäre jetzt der hier. Der hat hier halt so einen Clips. Macht man da auf, nimmt man den ab, hat dann gleichzeitig den Henkel in der Hand. Da ist einmal ein Teller. Das ist der Teller. Dann hat man hier nochmal, das nehme ich jetzt mal raus hier, das war schon drin reingepackt, nochmal so eine Art Pfanne. Da ist ein Handtuch und das ist der Topf. Also drei Teile. Ich würde das mitnehmen. Das ist übrigens alles Edelstahl jetzt hier. Ist halt jetzt. Also da kann man hier wieder so zusammen. So. Die kommen da wieder rein. Dann kann man das Ganze zuklipsen. Und ist auch fest verstaut und es geht nicht auseinander. Das wäre System Nummer 3. Dann habe ich hier auch noch den schwedischen Armeekocher. Da bin ich halt eben am überlegen, weil der hat diverse Vorteile gegenüber dem und gegenüber dem hier. Weil es war auch Aluminium, aber es passt rein. Einmal Spiritus. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Kein Trangia, ich habe jetzt nicht den Originalen dafür. Und dann ist nochmal ein Topf. Und hier innen drinne, wenn ihr mal das sehen kann, sind zwei Ständer. Die kann man so hochklappen. Und dann kann man den Topf so rum da drauf stellen. Und unten drunter ist dann der Trangia. Ist ja schön und gut. Und man kann auch zusätzlich, was habe ich jetzt schon wieder gemacht hier, man kann zusätzlich halt den hier noch oben drauf machen als Deckel, so rum. Oder halt auch so rum. Man kann hier was reintun und wenn man unten was erhitzt, wird das hier oben gleich mit warm. So. Jetzt habe ich bei dem natürlich noch nicht ausprobiert, ob der Gaskocher reinpasst. Das wollte ich jetzt nämlich gerade mal testen. Also das scheint so zu gehen, aber ich habe ein bisschen Angst,
Nee, kann man übrigens auch, die Pfanne kann man so drauf noch drauf machen. Ich probiere es jetzt mal mit dem hier. Ja. Ich werde es mal gleich ausprobieren. So, die vier habe ich jetzt hier zur Auswahl. Ich habe noch den anderen kleinen, den ich euch letztes Mal schon gezeigt habe, mit dem Setup mit dem Brennspiritus. Der ist im Rucksack, beziehungsweise teilweise sogar in der Packtasche vom Fahrrad, beziehungsweise Roller nachher. Weil da sind noch ein paar andere Sachen drin, da habe ich es ein bisschen aufgeteilt. Aber das Setup bleibt trotzdem das gleiche. So, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, welchen ich mitnehmen soll. Der hier ist stabil, gibt keine Schadstoffe ab, hat aber keinen Fuß dabei. Der hier, ach, jetzt muss ich aufhören. So, ich habe das jetzt getestet, also Gaskocher funktioniert nicht so richtig gut da drin. Der wird extrem heiß unten drunter. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber ich sage ja, ihr müsst mir helfen, welchen soll ich mitnehmen. Bei dem ist halt eben der Vorteil, ich kann den Spirituskocher benutzen. Das Gute ist, ich kann den Topf noch hier so aufhängen. Also im Endeffekt wahrscheinlich den hier oder den. Im Endeffekt wären es diese drei, aber da brauche ich euer Schwarmwissen. Was würdet ihr mitnehmen? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Und dann geht es jetzt weiter und dann gucken wir mal.